So, da sind wir wieder, wir zwei. Ja, wir sind wieder am Start. Wir sind wieder am Start. Platz haben wir. Das Messer müssen wir festhalten. Wir haben keinen Schuss Muni mehr. Wir haben hier noch so ein paar Chemikalien. Wir müssten einfach mal gucken, wir müssten mal die Steroide aufheben, die da noch liegt. Unser Plan ist jetzt die Flinte holen. Wir haben extra Platz geschaffen. Ja, und dieses Teil, was wir da freigemacht haben, ne? Welches Teil? An dem... Oh, ich komm nicht drauf. Ich komm nicht drauf. Hier, an dem Kamin. So, der war... An dem Kamin, Schatz. Ja, wo war der? Ah! Boah. Och, nicht der schon wieder. Boah, ich erschreck mich immer. Hallo. Hallo. Beschissen, hier. Stech dich ab, du Mistsau. Hier, zack, zack. Aua. Hier, du Wichser. Das Spiel ist ab 18, ich darf sowas sagen. Ja, was? Hier, komm, spuck Blut, du Penner. Stirb. Stirb zu sehen, ich, sterben. Warum steht der immer wieder auf? So. Nee, da nicht. Wo war der Kaminschatz? Lass mich überlegen. Hör auf rumzurennen. Da in dem Raum. Da. Hier? Nein. Nein, lass mich. Warte. Das könnte jetzt noch 3-4 Parts dauern. Ich hab Zeit. Ich schlachte in der Zeit ein bisschen den Opa ab, ne? Nein. Komm, du überlegst. Hol mal erst die Flinte. Das ist nicht sehr nett. Oh, wie? Du hast ihn wieder zum Leben erweckt. Ja, dann bring ich dich wieder um. Aua. Au. Komm, lauf doch weg vor dem. Ja, ich will den erstmal, sonst der folgt mir doch überall hin. Nein, der kommt nicht in den Raum rein. Ah, hör auf mich zu st... Der kommt doch nicht in den Raum, da nicht. Da, wo die... Nein, wo gehst du denn jetzt hin? Du hast gesagt dahin. Nein, weil er da nicht reinkommt. In dem Flintenraum. Wir wollten noch erst zum Kamin und der ist nicht im Flintenraum. Hier, wo ist der Kamin? Denk nach. Boah, Oleg. Wir finden den schon. Da ist er doch. Meine Fresse. Steroide, was macht das? Stärken die Muskelkraft enorm und erhöhen die maximale Gesundheit. Wirken dauerhaft. Kann ich das kombinieren? Wirkt dauerhaft. Dann nehmen wir das mal dauerhaft, ne? Wir machen uns jetzt mal ein bisschen stärker. Drogen! Sind wieder voll. Und da ist das Kraut. Das nehmen wir uns auch noch direkt, ne? Dann machen wir... Ein starkes Heilmittel. Vollständig wieder her. Ja, ne? Ja. So. Maximale Gesundheit erhöht. Jetzt gehen wir in den Flintenraum. Okay? Ja, der Opa kommt nicht in den Flintenraum, weil die Tür doch zugeht. Und von der Flinte hast du doch genug Munition. Wie viel haben wir denn davon? Ich glaube 7 Schuss oder so, ne? Oh, aber der Opa, ey. Der ist einfach nur Kacke, dieser Bastard. Dieser alte Sack. So, Flinte. Umtauschen. Du musst ihm jetzt das Gegenstück angehen. Du musst ihm die geben. Ja, will ich ja. Ich will ihm ja die defekte Flinte geben. So, das haben wir erledigt. So, und jetzt müssen wir wieder ins Wohnzimmer. Dahin. Wie ins Wohnzimmer? Wir müssen im Wohnzimmer... Weil du was da auf den Zettel gelesen hast, oder? Genau, was? Da stand, dass wir das Pendel in die Uhr legen müssen. Mhm. Im Wohnzimmer ist ja die kaputte Uhr, ohne diesen Pendel. Kommen wir dann nachher nochmal in diesen Schlachtungsraum? Ja, da müssen wir ja eh nochmal hin. Da ist ja der dritte Kopf. Oh, schöne Bum, 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 Bum. Okay, dann wollen wir mal. Hallo! So. Aber endlich sind wir jetzt ein bisschen stärker, ne? Haben wir jetzt eigentlich die alte Knarre noch? Ja. Die halten wir auch nochmal fest. Aber die muss ich erstmal...
So. Ne, damit wir die auch... So, das Wohnzimmer war... Küche. Das ist Küche. So. Da. Wollte ich hin. Hier. Und hier muss das Pendel rein. Da ist der zweite Hundekopf. So. So. So, Zerlegungsraum. Klär mich auf. Wir brauchen Wo stand noch was? Also, wir brauchen einen Schlüssel. Verschlossene Tür. Krähentür, Kassettenrekorder, ihre Position. Der Zerlegungsraum im Keller. Siehst du, da kannst du nochmal nachgucken. Siehst du, die Standuhr im Wohnzimmer, das haben wir. Mhm. Das Buch im Freizeitraum, den Kopf haben wir auch. Wir brauchen nur noch den im Zerlegungsraum diesen Scheiß. Kack. Scheiß. Aber wo könnten wir diesen Schlüssel finden? Oben im... Oben. Machen wir nochmal die Karte, bitte. Wir sind jetzt im Erdgeschoss. Bei der Oma, ne? Ja. Da war doch noch ein Raum. Ne. Ja, Kinderzimmer und Schlafzimmer der Eltern. Aber wir ohne den Schlangenschlüssel kommen wir nirgendwo hin. Den müssten wir wahrscheinlich erst finden... Weil das ist das Logischste, dass wir da irgendwie... Lauf da nochmal rum und guck nochmal ein bisschen. Okay. Ich gehe mal netterweise in die Garage. Das Auto ist mittlerweile völlig ausgebrannt. Ja, Schatz, hast du eine Ahnung? Irgendwo wird der sein. Wir waren... In der Garage ist nichts. Nee, da war auch alles. Ja, ich wollte jetzt einfach nur nochmal alles wirklich absuchen. Nein, du musst in die Räume gehen, Schatz, wo so viele Räume waren. Und wo war das, wenn du mich fragst? Ja, da wo auch die zwei Menschenköpfe da kamen. Also wir müssen wieder in den Keller, sagst du. Können wir ja ausprobieren. Ich guck mich wirklich noch mal wirklich überall um. Gehen wir erstmal wieder in die Eingangshalle. Du sagst Keller. Nee, ich hab... Dieser eine Raum da, Schatz, mit den ganzen Leichendingern, wo nichts, wo der Handabdruck war. Da war nichts drin. Aber für was ist dieser Raum gut? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, wir sollten da nochmal hingehen. Also, mal wieder hier durch. Ja, hier ist auch noch, guck mal hier ist auch noch was. Oh, nochmal ein Kraut aufgehoben. Geh nochmal dahin, Schatz, bitte.
Das war mir... Guck mal, da war ein Handabdruck. Ja, wir gehen da ja nochmal hin. Wir sind ja auf Weg dahin. Ja, es ist sehr ruhig geworden hier in dem LP. Ist auch nichts mehr zu tun momentan. Außer irgendwie versuchen, weiterzukommen. Da war nämlich nichts. Und da stand, wir sollen irgendwas mit dem Handabdruck machen. Okay, dann gehen wir nochmal dahin. Er speichert gerade. Weil ich habe da irgendwie so eine Vermutung. Mit diesem komischen Handabdruck, das ist eine ganz komische Sache. Was steht denn da überall so drauf? Craig. Craig. Lara. Travis. Da ist noch ein... Da ist Blut dran. Der ist verschlossen. Nee, warte mal. Warte mal. Ich lese mir die... Nein, ich lese mir die Zettel nochmal. Ich habe den Kerl geschnappt, der immer zu fliehen versucht. Ah, ich hab's! Hm. Du weißt doch, wie man die Tür öffnet, oder? Ich glaube, wir müssen den hier... Und... Ne, immer noch verschlossen. Nein, 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 nein. Überleg doch mal. Bei der anderen war Tamara auf dem Boden. Geh mal zu Tamara, da hängt nämlich das Schild so. Stopp. Ah. LOL! Oh, oh. Na toll. Machen kaputt. Oh, ich hab keine Muni mehr. Entschuldigung, aber das musste sein. Und was ist hier jetzt? Schlüssel für den Zerlegungsraum! Yay! Oh, und wir sitzen hier die ganze Zeit und rätseln über eine Stunde. Ja, weil das war schon komisch, ne? Weil in dem Raum ist nichts passiert und das kam mir richtig komisch vor. Ja. Okay, dann... Ab in den Zerlegungsraum. Da liegt noch was. Aber die Waffe, muss ich sagen, hat's ordentlich drauf. So, wieder in den Boilerraum. So. Ist der Schlüssel dann weg? Yep. Sicher? Ja, ja. Kannst du nicht mehr nehmen? Nö. So, den... Dann nimm den doch mal wieder. Kann ich nicht. Ich kann nur die Tür auf- und zumachen. So, jetzt erstmal umgucken, wa? Was ist das denn? Da ist der Hundekopf. Den sammle ich noch nicht ein. Flintenmuni. Wichtig. Ne? Okay, jetzt wird's ja wieder spannend. Was ist denn da? Wir können da runter. Nein, Schatz. Nehmen wir doch erstmal den Hundekopf. Ich sollte ihr Vater sein. Jetzt hat er den wieder. Jetzt sagt sie, dass er ihr Vater sein wird. Nein, 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 nein. Ich werde ihn finden. Guck mal, da hängt der Bulle. Und werde ihn leiden lassen. Und du, mein Freund, wirst mir helfen. Was passiert denn da gerade mit dem Bullen? Jetzt hat er unseren Schlüssel. Den Hundekopf von Jack bekommen. Na toll, wir müssen da runter. Warte mal, warte. Dreh dich mal um. Guck, ob hier unten noch irgendwas liegt. Nee. Nee, wir müssen da runter.
Oh, ist das ein Arschloch. Also schnell laufen kannst du bei mir jetzt komplett vergessen. Wir gehen gerade auf den Weg in die Leichenhalle. Da liegt schon wieder Kraut. Flintenmuni, Kraut. Kraut ist wichtig. Ich habe vorhin noch ein Kraut vergessen aufzuheben. Weißt du noch, was an der Krähentür am Boden lag? Ja. Das habe ich jetzt aufgehoben. Ja. Und dann habe ich den, den letzten Stoff kombiniert. So. Das wird jetzt lustig. Leichenhalle. Der hat unseren Hundekopf. Ich will aber... Weißt du, was ich erst machen möchte? Wenn du da mitmachst. Erst wieder hoch. In den restlichen Zerlegungsraum. Hier. Wir waren ja nur hier vorne, wo, die wo der blaue Streifen ist. Ja, dann geh. Gehen wir erstmal dahin. Dann geh, ob du da hinkommst. Ja. Armer Deputy. Flüssige Chemikalie lag hier rum. Mehr nicht. Aber das heißt... So. Aber... Das war doch gut. Jetzt können wir aber hier oben erstmal gucken. Weil wir in die Leichenhalle waren wir noch nicht. Nee. Das ist ja unter uns. So, gucken können wir ja, weil weiter kommen wir eh nicht. Weil wenn du guckst in der Karte, geht zwar die Treppe runter... Aber da ist wieder die Schlangentür. Das heißt, die können wir nicht aufmachen. Da ist der Hundekopf. Ja, dann nimm ihn. Nee. Wieso nimmst du den jetzt nicht? Nachher nimmt er den wieder weg. Okay. Na, siehste? Kann. Oh, der große Mann hat eine Knarre. Weißt du, wie man sie benutzt? Ja. Du kannst ihn damit. Oh Gott. Der transformiert sich. Kettensäge, aber ich habe keinen Platz. Das ist echt nicht gut. Du musst den damit hauen. Haben wir die dann für immer? Meine Fresse! Okay, das ist ein böser Kampf. Der Kampf ist echt böse. Wo ist denn der? Ja, komm schon, du scheiß Opfer! Stirb, du Fettsack! Der müsste ja schon längst tot sein.
Was ist das eklig? Alter. Aua. Schatz, machen alle. Na toll, die ging wieder aus. Ist der stark. Alter! Boah, ist der stark, ey. Du kriegst ja gar nicht kaputt. Sag mir nicht, wir haben verloren. Schatz, du musst weg. Ich hab mal wieder mein Bein verloren. Wir sind tot. Herrlich.